Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Karte im Marsch. Wir starten heute durch und werden den Rest Ballen zusammensammeln und wir düngen schon fleißig. Ich danke allen, die bisher schön abonniert haben. Dankeschön dafür. Und allen Zuschauern, die mal reingeschaut haben, fleißig geliked haben. War ja bisher positiv überrascht. Wir sind sehr hohe ja, Nachfrage. Das war ja ein deutliches Plus vom bisherigen. Nachfrageergebnis, was ich bisher hatte. Oh, ein Dank dafür. Ja, heute machen wir weiter. Die Wiese wird gedüngt. Und dann werden wir in den Nachtsmodus reingehen und etwas die Geschwindigkeit erhöhen. Sobald mit Düngen fertig ist. Damit wir eine Möglichkeit, wenn es gewachsen ist, nicht dass wir mehrere Stufen drin haben. Dass ein Teil näher nicht gedüngt ist oder so, dergleichen. Ein bisschen nacharbeiten wollte ich auch noch. Was wir gleich machen können. Weil einer ist ja fertig. So, dann pressen wir ein bisschen, verkehrte Richtung, ein bisschen Silageballen. Müssen wir erst einmal anlassen, damit wir das entsprechend das Gerät starten können. Die Spur, die wir gleich am Anfang gemacht haben. Im ersten Traktor, weil er aktiviert war, zog er die erste Bahn gleich durch und nahm so alles Gas mit. Dadurch konnten wir eigentlich auch gut reinfahren mit dem LKW und den Fahrzeugen entsprechend, was im Grunde nicht schlecht war. Aber es war nicht so gewollt. Ja, an alle Zuschauer, danke nochmal von mir aus. Immer wenn ihr was habt, Fragen, Anregungen, Tipps, immer reinschreiben, sind wir gern gesehen. Hoppla. Ich wollte die Wissen erhöhen. Im Deutsch. Ein Tricksen. Mal auf 10.000 wollte ich gehen. Dann brauchen wir nicht so viel anhalten. Das klappt mittendrin im Fahren. Weiß ich nicht. Lass uns überraschen. Könnte sein. Ist und mehr. 10.000 habe ich gemacht. Wenn man allein spielt, kann man ein bisschen tricksen, sagen wir so. Aber jeden Zippel werden wir nicht mitnehmen. Wir halt mal gucken hier. Da sind noch zwei Bahnen, die noch nicht gemacht wurden. Die vergessen wurden. Von mir beim wieder Beginn der Arbeit. Mal schauen, wo die Bahnen sind. Eine ist da. So, nehmen wir gleich mit. Normalerweise hätte ich jetzt nicht gedüngt, aber hier im Spiel ist es nicht so tragisch. Im reellen Leben
würde man das so nicht machen. Da wäre bestimmt ein Futterversorgung, ne? Und wo andererseits auch, wenn es für eine BGH ist, ist auch nicht tragisch. Wo wäre ja dem Bereich schlecht gedüngt, sag mal so, ne? Und da Gras liegt, was die Aufnahmen von Dünger für den Boden eigentlich verhindern würde, oder? Ja, verhindern kann man sagen. Überleg mal, was wie es wäre, wenn man mit einer VR-Brille arbeiten würde oder sehen würde. VR-Brille, ob das gehen würde, weiß ich nicht. Was mich da persönlich stören würde, ist, man müsste ja gewisse Dinge ja suchen. Tastatur oder Maus oder hier den Hebel. Den Hebel kann man auch gut bedienen zur Not, aber Tastatur, die richtige Taste treffen, schwierig. Wenn man also ein Taste X sucht, dann ist das völlig immer. Also daher wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Weil die VR-Brille hat eine Kamera und man könnte das so erkennen. Was aber, glaube ich, nicht geht. Und zu testen ist mir zu teuer. Aber es kann sein, dass ich mal irgendwann mal mache. Also das ist nicht teuer möglich. Gut, das sind Ballen jetzt mit 8. Mit 8000 Liter. Okay. Hätte ich noch 10.000 gemacht. Kann man bis 20.000 einstellen, aber das ist wiederum zu groß. Also gibt es 10.000 Euro. Ich habe so ein Video gesehen von Diablo 4. Sehr schön anzusehen. Sehr schön. Aber das würde als Folge nicht funktionieren, da würde ich höchstens auf Livestream machen, weil dann zu viel passieren würde. Ich weiß nicht genau, wie jugendfrei YouTube das ist, weiß ich nicht genau, ob das so funktionieren würde. Achso, abkippen wir auch noch. Oh, der Pindy von dir. Eine fertig jetzt. Ich glaube, das ist fertig. Die müssen die Nacharbeiten durchziehen, das ist auch nichts. Wenn die Nacharbeiten ja fertig sind und wir sind runtergefahren vom Feld Nummer 36, dann können wir die Zeit entsprechend auch nachher beschleunigen. Dann können wir schon ein bisschen um die Tiere kümmern. Das heißt, Futter ranfahren. Ich weiß nicht, wo es kaufen. Heute Nacht werden wir ein bisschen Ausgaben haben und Zinsen, leider. Aber gut. Noch haben wir keine Einnahmen. Vielleicht können wir ein paar Paletten verkaufen. Paletten ist ein gutes Stichwort. Wir müssen noch Holz machen. Ne? Oder Holz zumindest Richtung Sägeweg fahren. Ich glaube, ein paar Dinger liegen noch. Das ist so eine Forschung von mir, man sagen könnte, so wie Cosplay, wenn man Angestellte einstellen könnte. Und man sagen könnte, so jetzt Paul, mach du mal jetzt Holz, ne? Ich habe dafür keine Lust, keine Zeit. Ich muss abkippen. Das ist so meine Vorstellung, also im Prinzip die Arbeit ein bisschen delegieren. Ich meine, ist schon eine Errungenschaft hier mit Helfer und so, beziehungsweise intelligenten Helfer für, mit Crossplay oder Outdrive. Ja, das wäre schon mal, wenn man am Hof sagen würde, jetzt hier, du,
was Angestellte mit Fähigkeiten, bestimmten Fähigkeiten, jeder hat ein bisschen besser oder ein schlechter und schickst ihn los, sei jetzt Flug auf Feld Nummer 36. Und der fährt von hoch los, nimmt sich, Gerätschaften müssen alle vorhanden sein, also im Prinzip, dass er alleine anhängt, mehr oder weniger. Oder man muss ihn anhängen und dann düst er dann los. Also alles theoretisch machbar, abkippen muss ich, so eine Zeit läuft. Ich habe ja wieder mal nicht eingestellt, meinen Timer. Also muss ich das umgucken. Das ist gefährlich. Schnell übersehen. Ja, und dann hier geht's weiter. Ne? Also hier noch einmal noch hoch, fertig. Denkt man, wenn der Düngersteuer fertig ist, werden wir auch fertig sein. Auch mit der Folge. Dann kann man dann sehen, entweder wir fällen ein paar Bäume oder wir werden ein paar Bäume Richtung Segel kommen. Dann bin ich ganz sicher, ob wir einen LKW frei haben, wenn wir einen nochmal frei machen. Also den blauen zum Beispiel. Das können wir schon mal runterwerfen. Die Bahn jetzt fertig haben, sind wir fertig. Wenn wir den Rest einsammeln und dann geht das. Ja, eine Fuhre werden wir mitnehmen zum Hof. Erstmal. Was mir hier Sorgen bereitet, ist das Wetter. Das Wetter sagt noch sehr lange trocken an. Erst Ende heute, klar Donnerstag, also Freitag, also erst in 4 Tagen, also nicht so gut. Hat er aufgehört so lange? Na gut, dann sind wir ungerade dann vielleicht, ne? Da müssten wir bald reparieren, aber gut. Wie gesagt, nächste Arbeiten. Bei der Wiese will ich noch warten, aber wir warten noch im Sommer. Bei den kleinen Wiesen, die wir haben. Wir haben ein paar kleine Wiesen. Düngen müssen wir noch. Feld Nummer 13. Muss gedüngt werden. So, dann fassen wir durch. 20 Tonnen. Ich sage mal 16. Da werden wir nicht ganz voll kriegen. Also schauen wir mal die Reste zusammengekriegt und Katz kriegen. Dann werden wir noch einsammeln. Können wir den Kurs schon mal löschen? Hier 5000. Nehmen wir hier ein paar Reste mit. Wo ich nicht ganz glaube, dass wir das voll kriegen. Wir brauchen dann mindestens 8000 schaffen. Ja, 6000 haben wir vor. So, jetzt können wir leicht zurückfahren, Richtung Hof fahren lassen mal, ne? Dann drauf bleiben. Fahrer. Dass ich jetzt hier unsere andere Ballen presse. Lassen, Kurs löschen. Den checken wir mal Richtung Hof.
geht's. Glück gehabt. So. Hat auch Damon. Achso, hat er eh noch leer gemacht. Okay. Macht nichts. Ich stelle mal jetzt mal ab. Und das finde ich bei Overdrive so schön. Man muss nicht mehr jede kleine Aufgabe selbst machen. Sondern man kann es delegieren. So, dann nehmen wir den gleich so stehen lassen hier. Ja, dann kurz abhängen. Dann schicken wir den mal Richtung Sägewerk. Wenn mich alles täuscht, habe ich da den zu stehen. Aber ich meine jetzt den Abladehänger für Holz. So. Wenn wir einklappen. Und hinten auch. So, und dann werden wir gleich losschicken. Und zwar Lohnzahlung, Hof. X. Gut, dass die Ball nicht im Weg stehen. So. X. Gut, das ist eine Maus für Kursplay, geht nicht für Overdrive. Man muss beides getrennt, also aktivieren. Wenn man es weiß, nachher geht's. Und wenn man es anfängt, hat man nicht Besuch mehr. Ich darf nicht. Kann doch nicht sein. Jetzt geht los. Hier brennt Licht. Z. Ob es am Ball liegt, werden wir sehen. Gehen wir runter. Der andere fährt, ne? Der andere fährt. Gut. Könnte am Ball gelegen haben, aber okay. Okay, also mit Ballen wollte er nicht fahren. Aber wehe dem, ich muss extra wie einen Ball um den Acker rauf. Ja, so. So, mal gucken hier, schön aussieht hier. Gut aus. 1, 2, 3, 4. Jetzt holen wir den Rest. Und der Rest geht zum Hof. Soll man Licht anmachen, ne? Ja, da ist angekommen, das ist gut, das passt. Ich kann die jetzt alle schon an. Der nächste muss in Richtung Säge wegfahren. Hm.
wie die Zeit vergeht, ne? Jo. Schnell den Ball einsammeln, Folge zu Ende. So ist das wieder mal. Nächste Folge ein bisschen Holz machen und ein bisschen Holz zum Wege wegfahren. Oh. Hat er sich verkeilt. Filter passt doch nicht ganz genau. Ist aber auch in Dunkelheit verschieden. Dazu müssen wir anders und nachts. Also ein bisschen justieren. Ah, hier. Bisschen Gras hätten wir noch sammeln können, aber gut, das soll's. Das dauert ja so lange. Das Einzige, was wir machen könnten, ist in Zukunft bei relativ großen Wiesen, dass wir mit drei Geräten arbeiten. Das wäre vielleicht ein bisschen sinnvoller, weil dann ein bisschen mehr schaffen in der Zeit. Und das ist unser Ziel, möglichst viel zu schaffen in einer relativ kurzen Zeit. Auch verdiensttechnisch besser, wenn wir mehr schaffen. Ne? Zumal wir auch das Problem haben, in der Jahreszeit gewisse Dinge auch dann fertig zu schaffen. Ne? Also, dass wir hier nicht erst gedüngt haben müssen, bevor überhaupt wieder Gras wachsen sollte. Ne? Also, ich möchte nicht im LKW sitzen, wenn er so reagiert. Da hilft der beste Anschlag nicht, ein bisschen eine Weile außer Gefecht. Jedenfalls richtig außer Gefecht. So, da haben wir den jetzt. Wir nehmen jetzt hier einfach mal ein paar Ballen, mit. Weil ich will ja ein bisschen auch einlagern in unser Mischverdauung. Aber wie gesagt, ich muss noch ein bisschen gären. Ich brauche mindestens noch gute 2 Tage. Mindestens 2 Tage. Ich hätte eher die anderen Ballen nehmen müssen. Weil die sind ja schon ein bisschen länger, ein paar Stunden, aber gut, das ist mir egal. Heißt Tag 5, Frühling Ende kann man sagen, und dann ist das auch erledigt. Gut, da kann man den mal stehen lassen, der rennt ja nicht weg. Gut, mal schauen. Entschuldigung, ich bin noch bei. Wachstum, das Ende. Düngt wäre jetzt mittelblau. Wir müssen nur einmal düngen. Das heißt, ich kann euch auch stehen lassen. So. Da müssen wir angekommen. Ich will mal die anderen Fahrzeuge entsprechend bedienen. So eine Waschstraße wäre nicht schlecht. Bisschen Arbeit ersparen. So, wir müssen dringend Holz machen. Nice. Gehen wir. Machen wir mal aus. Kosten sparen. Dicker haben wir es ja auch nicht. Ja, ausklappen wollte nicht. Angekommen.
Kurs löschen wir gleich. Und dann gehen wir gleich zum nächsten Taktor. Ballenpresse. Und aufwaschen. Logischerweise. Und dann werden wir die Folge beenden, denke ich mal, ne? Und kein Holz mehr machen, also heute die Folge nicht mehr. So. Dann Düngen ist noch ein bisschen dabei, da brauchen wir noch ein bisschen. Das werden wir dann sehen, nächste Folge, wenn er fertig ist. So. So, liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schüchtern wegen Winkel. Ciao, ciao. Fleißig muss man auch wieder. Tschüss. Morgen geht's weiter.